Mir war die Diagnose Eierstockkrebs völlig neu. Es war eine riesengroße Angst halt. Ich habe an gar nichts gedacht erstmal. Ich war schockiert. Einen großen Schreck, eine große Leere. Die Grundpfeiler in der Behandlung des Eierstockkrebs bestehen aus der Operation und einer Chemotherapie. Wenn man auch darüber redet, denke ich mal, man wird erleichtert. Diese Krankheit war so, ja, die hat mich irgendwie dann auf den richtigen Weg gebracht. Ich will versuchen, etwas so auf den Weg zu bringen, was weitergeht. Ich glaube, ich bin fraulicher geworden und ich bin selbstbewusster damit geworden.